Hallo, wie ist der Martin von Money Monkeys? Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 11.03.2022 und damit noch den letzten Handelstag im März vor der großen Verfallswoche. Nächste Woche ist Hexensabbat, großer Verfall im DAX. Und unser DAX, der ist hier nicht so richtig an seinen Leckerli rangekommen zum Donnerstag. Also, da war ich, muss ich schon sagen, ein bisschen enttäuscht gewesen von ihm, was er präsentiert hat. Das kennen wir von ihm anders zu Donnerstagen. Grundsätzlich auch mit dem Hin- und Herschlagen, ne? Das war nicht so stimmig, wie das sonst ist. Also, man könnte fast sagen, es ist eher ungewöhnlicher Donnerstag gewesen. Es ist relativ ruhig gewesen, von der Bewegungsspanne etwa halb so viel Bewegungsamplitude wie am Vortag, ne? Also wir sind ja auch etwas tiefer reingekommen, schon im Bereich um 13.800 haben wir in der Spitze hier bis auf die 3,50 runtergekommen. Das sind dementsprechend knapp 450 Punkte. Na gut, das ist schon auch nicht wenig, ne? Aber im Gegensatz zu den Vortagen wirkt es trotzdem deutlich, deutlich mit Handbremse und vor allen Dingen ist er halt auch mit Handbremse gefallen. Er hat auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Reaktion in dem Bereich rückwirkend jetzt auch nachgeholt, die wir ja vorher schon reingesprochen hatten. Ne? Wir hatten ja gesagt, aus dem Bereich um 13.670, 14.100, dass sich der DAX dann durchaus auch nochmal ein bisschen mit eindringen kann. Ich hatte aber ganz klar erwartet und das auch gestern so gesagt, dass ich davon ausgehe, dass der die Shorts nochmal raushaut und die Shorts und der DAX, die sind davongekommen, ne? Also das macht er hin und wieder, bedient die Masse, damit sie sich bestätigt fühlt, doch immer künftig auch weiterhin ohne Stop-Loss zu traden, damit sie noch mehr Risiko reingibt beim nächsten Mal und das dann richtig klappt. So, jetzt bin ich irgendwie auf die falsche Taste gekommen. Leg mal das hier weg, ja, perfekt. Also, okay. Fakt ist, ich wollte sehen, einmal kurz runter, einmal hoch. Wir hatten über die Rücklaufmarken hier unten gesprochen, hatten, was haben wir gesagt? 5,30, 3, 4, 45, 3,50, ne? Also so in dem Bereich. Hatten dann gesagt, man soll genau hingucken, wenn sich da aus so einer Zone dann eine grüne Stundenkerze nach oben schraubt, kann der DAX dann gut wieder zurückkommen und kann auch bis oben locker in so ein Hoch hier reinschlagen. Idealerweise aber erst oben das Hoch, dann richtig runter auf die 3,50. So war es gesagt. Das haben wir nicht gesehen. Er hat sich aber auf die 3,50 geschoben, hat auch dort eine grüne Stundenkerze gesetzt, hat auch danach richtig nochmal nach oben geschoben, also so bis in die 6,40 rein hier, was ja dann auch gut fast 300 Punkte gewesen sind, ne, von der 3,50 weg, die hat an sich schön reagiert, aber so in der Folge hätte da einfach auch ein bisschen mehr passieren dürfen. Für Donnerstage ist das schon, ist es einfach enttäuschend gewesen. Man kann das gar nicht großartig anders sagen. Ja, so, also was machen wir damit jetzt am Freitag? Ich finde, rein von der Optik her ist er langsamer gefallen, als er gestiegen ist. Deutlich langsamer gefallen, als er gestiegen ist. Das ist oftmals ein Zeichen dafür, dass sich die Dynamik, die das Marktinteresse ein bisschen dreht. Ja, es ist da, wo die Dynamik hingeht, da, wo die Kerzen immer in einer deutlicheren Farbe sind. Und dort, wo die Kerzen länger sind, wo viele gleichfarbige Kerzen hintereinander sind, da hat man ja oft die Trendrichtung hingehend. Ne? Und da, wo dann so eher mehr so wackelig ist, mit rote, grüne Kerze, rote, grüne, rote, grüne, rote, grüne Kerze, hat man meistens immer ein Korrekturmuster, was dann auflöst. Deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der DAX zum Freitag jetzt wirklich das macht, was wir hier gestern mit der Maus so ein bisschen abgefahren haben, dass wir gesagt haben, okay, hier einmal drüber, so haben wir es ja gestern gesagt, ne? Wir haben gesagt, erst oben die Shorts raushauen, dann runter auf die 3,50 und dann hier irgendwie sowas in die Richtung, dass es sowas macht. Das würde jetzt hier eigentlich auch noch gut reinpassen. Sollte unser DAX also ein freundlicher reinkommen und auch über das 13.600, ja, 13.600 jetzt zum Freitag notieren, wird Jim nach oben hin schon Platz geben. Ja, kann man fast auf den vollen 100ern arbeiten. Die sind ja alle hier wichtig jetzt. 700, 800, 900 und 14.000 dann halt hier in die Kante rein, knapp drüber. Das wären die Ziele, wenn es dem DAX gelingt, sich über die 600 zu platzieren. Ich würde ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich, ne, der Donnerstag hat jetzt schon die ersten Fehlsignale drin gehabt. Das haben wir lange nicht gehabt, dass wir schöne Fehlsignale im Chart drin sehen. Der war die letzten Wochen, die letzten Tage eigentlich schon ziemlich, ziemlich klar und ziemlich sauber gelaufen, auch untergeordnet. Aber jetzt kommen unheimlich viele Trader gerade in den Markt rein. Also neue Trader, auch Anfänger, die sich jetzt plötzlich mit Börse beschäftigen wollen. Das ist ganz interessant gerade zu sehen. Also es ist wirklich richtiger Ansturm. Wir haben auch bei uns sogar heute mal mehr rumschicken müssen, um da einfach so ein bisschen da mal auch die ein oder andere, wie soll ich es mal sagen,
Fantasie einfach mal auszuklinken und auszulösen, ne? Indem man einfach den Leuten auch mal offen sagt, hey, pass mal auf, das, was wir hier tun, das bedarf schon ein bisschen Erfahrung, das bedarf auch ein bisschen. Das ist halt nicht einfach nur, ich gucke mir abends ein Video an, mache drei Knöpfe und bin super reich am nächsten Tag. Ne? So funktioniert das Trading nicht. Trading ist ein Beruf wie jeder andere auch. Das heißt, ich muss Zeit mitbringen und ich muss Geld mitbringen und ich muss erstmal Zeit und Geld investieren in diese Berufsausbildung. Ausbildung in Anstrichen kann man ja auch selber machen. Man kann sich auch selber das Bäckereihandwerk beibringen. Ne? Aber man wird eben nicht, wenn man sagt, okay, ich gründe heute eine Konditorei. Habe noch keine Ahnung vom Backen, habe noch nie irgendwie überhaupt was gebacken und kenne mich auch überhaupt nicht aus. Und man wird sich nicht an Tag 1 reinstellen, Torten ins Schaufenster platzieren und Umsätze von 10.000 Euro pro Tag machen. Das funktioniert einfach nicht. Ne, das heißt, erst muss ich das Handwerk richtig lernen, dann brauche ich die Routine drinne, dann muss ich mit mir klarkommen und dann verdiene ich irgendwann damit Geld. Und das ist halt beim Trading auch so. Und da brauche ich auch Leuten gar keine falsche Illusion machen. Ich sag mal, vor einem Jahr hat man einfach die Erfahrung auch noch nicht, dass man sich selber so im Griff hat, dass man die Gewinne auch halten kann. Gewinne machen können alle. Gewinne machen, das kriegt jeder hin. Das Wichtige, was ja die Spreu vom Weizen trennt, ist ja die Verluste. Na, manage ich meine Verluste? Und da gibt's, wir sehen das auch bei uns immer wieder, gibt's welche, die handeln hochprofessionell auf der Gewinnseite. Die haben so viel Know-how und Skills. Aber sie vernachlässigen immer wieder die Verlustseite und damit unterscheiden sie sich im Ergebnis überhaupt nicht von welchen, die gerade erst anfangen und gar keine Ahnung machen haben, was sie machen, weil die nämlich instinktiv das Gleiche auf der Verlustseite einfach so abhandeln und dann kommt nichts mehr raus. Ja, gut. Aber bevor wir da jetzt wieder zu ausschweifend werden, Punkt, wir machen, fassen uns nochmal ganz kurz zusammen. Ich würde sagen, zum Freitag oberhalb von 13.600 hat er Platz. 13.700 ist wichtig. Schaffst du die 13.700 rauszunehmen? 13.900. 13.900 dann nochmal wichtig. Geht er drüber? 14.000 ist wirklich ganz banal heute. Der liegt einfach gut auf den 100ern gerade. Ist jetzt auch nicht irgendwie mit Absicht oder irgendwie, weil ich zu faul bin, 98,9 zu sagen. Nein, sind wirklich die 100er jetzt hier wichtig. Und relevant. Und unterhalb müsste man sagen, muss man sich ein Tief unter 3,50 sehr, sehr, sehr genau angucken. Wir hatten das heute auch schon im Update, im Verteiler, im Mail geschrieben, ne? Die 3,50, wenn er da nochmal durchsticht, ne, halt, das haben wir bei 5,30, jetzt hab ich was verwechselt, das haben wir bei 5,30 geschrieben, ne? Wenn er unter 5,30 fällt und sich von unten abstößt, dass er dann auf 400 und 3,50 fallen kann, das hat er ja getan. Ne, wir haben an der 3,50 immer bloß einmal gewesen, das habe ich jetzt im Kopf durcheinander gebracht, also ich fasse nochmal zusammen. Was ich sagen wollte, ist, wenn der DAX, ich kann ja leider nichts rausschneiden, wenn der DAX unter 3,50 fallen sollte, sollte man hier auch nochmal genau hingucken, wie wird das neue Tief angenommen. Sollte der von diesem neuen Tief wieder genau hochzucken. Wir haben halt wirklich exakt den gleichen Wortlaut heute im Mail an einer anderen Stelle gehabt, mit den gleichen Zahlen. Deswegen bin ich hier leicht aus dem Konzept gebracht jetzt. Aber wenn er an diesem neuen Tief, an der 350, direkt wieder nach oben zuckt und schnell hochzieht und ich sag mal, sich so über die 400 zügig wieder zurückstellt, dann kauft der Markt das neue Tief und dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass der sich dann hochdreht. Ja, also da ganz, ganz, ganz genau hingucken. Das ist super spannende Stelle zum Freitag, die uns verraten wird, wo der Freitag zum Abend hingehen wird. Na, weil der Freitagabend kann auch lang laufen. Und wenn das neue Tief hier aber angenommen wird vom Markt und die Marktteilnehmer verkaufen das neue Tief nach unten weg, ja, dann geht das Tief halt. Ne? Also 200 wäre Station 1 und Gap Close 13,15. Und mal ganz ehrlich, also wenn die das machen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der von der 13, 15 dann die Beine in die Hand nimmt und wieder nach oben rennt. Sondern dann glaube ich eher, dass es nochmal sogar vielleicht auf ein tieferes Tief hinausläuft. Weil dann haben wir ja hier tiefere Hochs. Und dann fehlt für die Trendfortsetzung das tiefere Tief. Ja, also das ist nicht ganz, ganz ungefährlich, die Situation, auch mit diesem Gap Close hier. Aber ich würde wirklich das Risiko, ich würde schon sagen, unterhalb von 3,50 hat der Markt Risiko drin. Also kauft er das Gap, kauft er das neue Tief, die Retour ist fein. Ja, aber verkauft er das, bringt der Ka Verkaufsdruck da rein, dann sehe ich den tiefer. Und oberhalb von 600, soweit alles fein. Haben wir jetzt dreimal gesagt. Von daher denke ich, können wir das Video hier an der Stelle zumachen. Wünsche euch viel Erfolg zum Freitag und dann hören wir uns am Sonntag wieder für das Video zum Montag. Bis dann, tschüss.